Wenn im knapp 600 Seelendorf Irfersgrün sich nahezu jeder am Sportplatz einfindet, dann steht ein großes Spiel an. Der heimische BSV empfängt den Rekord-Sachsen-Pokalsieger Chemnitzer FC. Und sie sind stolz, dass sie dieses Spiel auf dem eigenen Helmut-Tod-Sportplatz austragen dürfen. Doch Präsident Thomas Müller. Wir haben alles gut hinbekommen und sind sehr zuversichtlich und freuen uns auf das Spiel. Ich war gerade noch mal in der Kabine unten bei den Jungs und habe gerade noch mal darauf hingewiesen, in den letzten 30 Jahren gab es so ein Spiel hier bei uns noch nicht. Das, was die Jungs jetzt hier machen, die schreiben Geschichte. Die sollen das Spiel genießen, die sollen Lust haben, die sollen die Lust rüberbringen. Wir haben einen guten Lauf. Vielleicht können wir den CFC ärgern und Bein stellen. So. Die Vorfreude ist riesengroß, auch bei den Ultras, den Irfersgrüner Jungs, sowohl beim Nachwuchs als auch bei den Großen. Was glaubt ihr heute? Wird gut? Wird gut heute das Spiel? Ja, wir gewinnen. Es wird ein Sieg. 2-1. Wir sind auch den Irfersgrünen. Egal wie es ausgeht, wird eine coole Sache heute. Was erwartest du? Geht heute was überraschungsmäßig? Werden wir sehen. Ich denke, irgendwas wird werden. Egal wie es ausgeht, aber runtergehen werden wir nicht. Der Optimismus mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Der Rahmen, er war großartig. Grüne und weiße Fahnen wurden von den Fans verteilt. Und alles war bereit für das Spiel der Vereinsgeschichte. Irfersgrün noch nie im Sachsenpokal dabei gewesen. In der zweiten Runde gleich mal einen Kracher erwischt. Und sie kommen mit einer Wahnsinnsserie in dieses Spiel. 36 Partien in Folge nicht verloren. Dabei 32 Mal gewonnen. Damit in die Landesklasse aufgestiegen und den Kreispokal geholt. Manch einer spricht wohl schon vom Leverkusen des Vogtlandes. Das Ganze natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern. Chemnitz, 3 Spielklassen höher angesiedelt, vom Start weg dominant. Fischer legt ab für Yannick Wolter nach nicht mal 5 Minuten die Führung für den CFC. Dieses Spiel, es dient für Chemnitz natürlich auch dazu, neues Selbstvertrauen zu tanken. 4 Niederlagen in der Regionalliga. Trainer Christian Tiffert am Montag entlassen. Niklas Hoheneder heute mit der Verantwortung an der Seitenlinie. Der neue Trainer soll idealerweise noch vor dem nächsten Regionalligaspiel gefunden werden. Aber nach 8 Minuten mutige Gastgeber. Der lange Ball in die Spitze auf Robert Höfner. Einfach mal draufgezogen aufs Tor. Bester Torjäger in der Landesklasse für die Irfersgrüner. 3-mal schon getroffen in 3 Spielen für das Team von Thomas Pfefferkorn. Seine Devise heute: vorrangig das Spiel genießen und Spaß haben. Chemnitz tritt auf in dieser Partie wie ein Favorit, dominant und mit viel Ballbesitz. Aber die großen Tormöglichkeiten, die fehlen. Knapp 20 Minuten gespielt, da mal auf Luis Malina. Sein zweites Spiel im Chemnitzer Dress nach seinem Wechsel vom BFC Dynamo. Am Spielfeldrand hatte man ordentlich Spaß, die Jungs sorgten für tolle Atmosphäre. Spiel ging schon in Richtung Pause, 38. Minute, Freistoß Dahmer, Öser im Tor, sieht nicht gut aus und dann Felix Müller. Chemnitz erhöht 0-2. Felix Müller in seiner zweiten Saison beim CFC. Aber natürlich sieht in dieser Situation Irfersgrüns Torhüter Edgar Öser nicht gut aus, darf den Ball da so nicht nach vorn prallen lassen. Dann legt Luis Fischer rüber, legt auf für Felix Müller. Und die Chemnitzer, sie machten nochmal ordentlich Druck vor dem Seitenwechsel. Der Kopfball ist erstmal kein Problem für Öser. Und dann wollen sie den Spielaufbau gestalten. Landmesser aber mit diesem Fehlpass. Dahmer mit der Möglichkeit. Trifft den Pfosten. Leon Dahmer schaltet schnell, ist hellwach in dieser Situation. Letzte Saison, da war er an 16 Toren beteiligt in der Regionalliga. Und er durfte gleich nochmal ran. Bereits die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Eckball Dahmer. Fischer verlängert und Müller mit dem 0-3. Zweites Tor heute für ihn nach der Kopfballverlängerung von Luis Fischer. Und dann wird es doch schon vor der Pause etwas deutlicher. Irfersgrün wollte eigentlich möglichst lange ohne Gegentor bleiben. Aber da hatte das Team von Niklas Hoheneder etwas dagegen für zur Pause mit 3 Toren. Zweite Hälfte weiter Chemnitz. Eckball auf den Kopf von Felix Müller. So viele Offensivaktionen wie wahrscheinlich noch nie für den 27-Jährigen. Aber Edgar Öser ist im Tor zur Stelle. Die nachfolgende Ecke, jetzt getreten von Wolter. Und jetzt passt der Ball.
Und Felix Müller macht ihn rein. Er zählt nochmal durch. 1, 2, 3. Es ist sein erster Dreierpack. Trifft dreimal per Kopf in diesem Spiel. Einen besseren Nachmittag gibt es wohl kaum für Felix Müller, für den Verteidiger. Chemnitz erhöht auf 0 zu 4. Und jetzt lief der Ball für die Gäste. Flanke Walter auf den anderen Müller im Team. Beim CFC auf Tobias Müller, der eingewechselt wurde. In der Regionalliga muss er demnächst 3 Spiele zuschauen nach Rotsperre. Aus der letzten Partie in Meuselwitz. Heute wurde er eingewechselt, darf ein paar Minuten sammeln, aber Edgar Oeser pariert. Eine Stunde ist rum, wieder Walter. Yannick Wolter hinterläuft, Walter nimmt aber die Flankenoption und das ist die richtige. Malina in der Mitte, 0 zu 5. Chemnitz trifft bis auf das erste Tor immer per Kopf. Für Luis Malina ist es das erste Tor im CFC-Trikot. Und da kann Edgar Oeser im Tor der Irfersgrüne absolut nichts ausrichten. Aber dann mal was von den Gastgebern. Sie hatten immer wieder Ansätze und es folgten auch mal ein paar etwas gefährlichere Aktionen. Freistoß Erik Rosenhardt auf Marcel Günther, aber der kommt nicht ausreichend hinter den Ball. Das ist am Ende kein Problem für David Wunsch, der heute mal ran durfte im Chemnitzer Tor anstelle von Daniel Adamczyk. Im Gegenzug dieser Szene dann im Irfersgrüner Strafraum gibt es den Handelfmeter. Schiedsrichter Florian Ordon entscheidet schnell und richtig, der Arm von Franz Reier zu weit draußen. 63. Minute, die Chance für Arthur Mergel für Chemnitz zu erhöhen. Aber Oeser hält. Er ahnt die Ecke und auch wenn der nicht gut getreten war von Arthur Mergel, sicherlich eines der Highlights für Edgar Oeser, einen Strafstoß zu parieren in einem solchen Spiel. Und auch offensiv gab es nochmal was vom BSV 53 Irfersgrün zu sehen. Gibt Freistoß in dieser Situation für die Hausherren. Und Marcel Günther denkt sich, den nehme ich mir. Kein schlechter Versuch vom 23-Jährigen. Nochmal ein Ausrufezeichen, aber David Wunsch lenkt den Ball über die Latte. Das letzte Wort, es gehörte nochmal den Chemnitzern. Tobias Müller mit der Flanke und dann ist es, na klar, ein Kopfballtor für den CFC. Dieses Mal hält Arthur Mergel den Schädel rein, 0 zu 6, 5 Kopfballtore. Der Chemnitzer FC siegt in der zweiten Runde des Sachsenpokals am Ende standesgemäß. Beim tapfer auftretenden BSV 53 Irfersgrün für Niklas Hoheneder und den CFC ein Erfolgserlebnis zum richtigen Zeitpunkt. Weil es kommen zwei knackige Gegner auf uns zu jetzt nächste Woche. Da haben wir ein paar Sachen probiert, haben sie gut gelöst und viele Tore gemacht und hätten auch noch ein paar mehr sein können. Ja, aber ich denke, sie haben sich ein echt gutes Gefühl geholt. Drei Tore in einem Spiel kommt bei Ihnen auch nicht so oft vor, oder? Nee, ich glaube, das ist mein erster Hattrick. Ja, fühlt sich super an. Zu Null gespielt, guter Tag heute. Spielball schon gesichert? Nein, den nehme ich nicht. Wenn es in der Liga passiert, dann nehme ich den mal mit. Und für Irfersgrün ist dieser Tag ganz klar ein echtes Highlight. Ich sag mal so, ich bin hochzufrieden, dass unsere Serie von 36 Pflichtspielen ungeschlagen gegen so einen Gegner zu Ende geht. Und ich kann mit dem Ergebnis, mit der Einstellung, mit der Spielweise absolut leben. Für unsere Spieler mal zu sehen, was für eine Passgeschwindigkeit möglich ist. Und es ist natürlich auch so, man muss es ja wirklich sagen, der Chemnitzer FC trainiert 10-mal die Woche, wir trainieren 2-mal. Und wenn der Leistungsunterschied nicht zu sehen wäre, dann wäre irgendwas verkehrt. Beim 2:0, da sah ich nicht ganz so gut aus. Dann habe ich mir vorgenommen, das machst du noch irgendwie gut. Und dass es dann noch so kommt, natürlich unbeschreiblich. Einfach Wahnsinn, vor so einer Kulisse spielen zu dürfen, gegen so eine Mannschaft spielen zu dürfen. Und am Endeffekt muss man sagen, wir haben uns dann vielleicht von Kräften her hat es nicht mehr so gereicht, aber wir haben ein paar gute Aktionen gehabt und es hat einfach Spaß gemacht, gegen so gute Mannschaften auch mal zu spielen und es einfach aufzusaugen, mitzunehmen. Das ist was, da wird es hier in 30 Jahren noch drüber geredet und das macht einfach nur Spaß. Edgar Oeser sorgte mit seinem gehaltenen Strafstoß für einen der Höhepunkte aus Irfersgrüner Sicht. Nach der Partie wurde weiter gefeiert. Ein toller Nachmittag, an dem Sie sich hier im Vogtland auch noch in vielen Jahren gern zurückerinnern werden. Ja, wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier.